ihr habt euch auch gefreut. Seid einigermaßen wach. Ich hoffe, wir werden gemeinsam jetzt noch ein bisschen wacher werden. Denn ihr habt euch ein spannendes Thema gewählt für dieses Wochenende. Und wir werden heute arbeiten. Beziehungsweise, ich werde euch ein bisschen scheuchen, beziehungsweise ein bisschen herausfordern. Und ich hoffe, ihr lasst euch drauf ein. Ich sage mal zwei, drei Sätze zu mir. Dann sage ich ein bisschen was zu dem, was jetzt kommt. Und so ein paar technische Hinweise, da kam gerade schon die Frage, wie ist es mit Mitschreiben und so weiter, bla bla. Aber ich fange jetzt erstmal kurz bei mir an. Mein Name ist Tobi, Tobias Klug, bin jetzt seit etlichen Jahren, also klar irgendwie auch mal Ehrenamtlicher gewesen, Teil in der Jugendarbeit selbst. In Essen, bin in Mannheim geboren, bin relativ viel durch die Gegend gezogen, weil meine Eltern irgendwie Korpsoffiziere in der Heilsarmee waren, irgendwann mal CVM, Essen-West gelandet, in Essen zur Schule gegangen und dann irgendwann im Weigelhaus gewesen und dann irgendwann mal dann Hauptamtlicher da auch dann geworden. Das mittlerweile seit 10 Jahren. Und so nach 5, 6 Jahren habe ich nochmal gedacht, okay, es macht vielleicht Sinn, noch ein bisschen was anderes zu machen. Und ich hatte etliche Fragen aufgrund der Praxis, Großstadt, Jugendarbeit, und bin nochmal in die Hochschule gegangen. Und eine Frage war auch, wie ist das eigentlich mit Schule und so weiter? Wie wird sich das verändern? Wie sind da Kooperationsmöglichkeiten? Und meine Abschlussarbeit dann an der Hochschule ging dann letztendlich über das Verhältnis von Schule und Jugendarbeit. Und das ist auch ein Teil dessen, was ich euch heute hier vorstelle, ist daraus erarbeitet und dann mal runtergebrochen, weiter dann gearbeitet worden für unsere Situation in Essen beziehungsweise für die evangelische Jugend im Rheinland. Wenn man sich mit Umfragen so beschäftigt und sich mal so anguckt, dass eigentlich so 85% der Leute, die zum Glauben kommen, das Ganze vor ihrem 20. Lebensjahr machen, dann ist das irgendwie so, dass das eine spannende Phase ist. Jugendalter ist eine spannende Phase, weil da kommen junge Menschen zum Glauben. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, überlegt. Und das Evangelium gehört im Endeffekt dorthin, wo die Menschen sind. Und wenn ich da weiter überlege, dann ist Schule für junge Menschen der lebensweltbestimmende Ort. Schule hat einen lebensweltbestimmenden Charakter und ist nicht nur eine Veranstaltung, die einfach am Vormittag stattfindet und der man teilnimmt. Sie bestimmt die ganze Lebenswelt der Schülerschaft mit über Milieugrenzen hinaus. Ich weiß nicht, in den letzten vergangenen Jahren, keine Ahnung, habt ihr euch vielleicht mit Milieus und keine Ahnung beschäftigt. Was die aber alle gleich haben, die gehen alle zur Schule. Da sind die alle. Da lernen die, da werden die geprägt, da gehen die alle durch. Ist sehr prägend, soziale Netzwerke klicken, alles entsteht da, große Fragen. Was ist gerade angesagt, was ist gerade hip, was hörst du an Musik, Klamotten, Computergames, Beziehungen, wer geht gerade mit wem, MP3-Playern und so weiter. Schule ist die dominierende Instanz für die Lebenswelt von jungen Menschen und deshalb muss die gute Botschaft, das Evangelium, an die Schule. Das ist mir wichtig vorweg zu sagen. Es ist der Ort, wo junge Menschen sind. Das bedeutet, dann ist das ein Ort, wo wir auch irgendwie hingehören. Und das Ganze ist ein bisschen komplizierter, als ich es jetzt gerade hier vorgestellt habe. Die Schullandschaft in Deutschland hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Großes Jahr 2001, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und es herrscht eine große Offenheit für außerschulische Kooperationspartner. Aber bei Lehrern gleichzeitig auch eine riesen Unsicherheit. Weil die sind seit 2001 nämlich auch auf eine Piste geschickt worden und müssen ganz schön rennen und ackern. Dazu nachher aber auch nochmal mehr. Und jetzt ist es so, dass der CVM oder auch Kirchengemeinden einen wichtigen Part in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen übernimmt. Tut er eh im Nachmittagsbereich, ganz klassisch, und mit all dem, was dazugehört, mit ethischer Prägung, christlicher Situation und so weiter. Es entstehen Beziehungen und die Möglichkeit, über den Glauben zu sprechen, ins Gespräch zu kommen. Und ich würde sogar sagen, bis hin zur evangelistischen Verdichtung. Und man kann an Schule auch die Sachen mit Jesus irgendwie auf den Punkt bringen. Die Frage ist halt, was verstehe ich nur unter Verkündigung? Ist damit die Frontalpredigt gemeint mit dem anschließenden Aufruf zum Treffpunkt Kreuz und dann irgendwie Lebensübergabegebet und keine Ahnung? Nee, ich glaube, wir müssen es weitersehen. Das Evangelium, die gute Nachricht, hat viele Formen. Und sie wird ihren Weg finden an die Schule. Davon bin ich ganz überzeugt. Ich möchte euch, wo habe ich es, jemanden vorstellen. Das ist noch alles Einleitung, meine Freunde.
Ja, der Buki achtet auf mich, ja. Läuft das jetzt hier? Ja. Ja, diese junge Dame möchte ich euch vorstellen, das ist Marie. Marie habe ich, das Foto habe ich gefunden von Marie, in der Zeitung Die Zeit. Und das ist ein Artikel, den schreibt ein Vater in Form eines Briefes an seine Tochter. Und der Vater schreibt halt über die Entwicklung der Schullandschaft und ich finde eine ganz, ganz clevere Art, indem er diesen Bericht schreibt in Form eines Briefes an seine Tochter, indem er ein paar Punkte ganz prägnant auf den Punkt bringt. Und ich möchte euch den Anfang des Briefes vorlesen, zum Einstieg in das, mit dem wir uns beschäftigen. Liebe Marie, der Brief, den ich dir schreibe, ist eine wirklich verzwickte Angelegenheit. Du wirst ihn genau lesen müssen, damit du alles verstehst. Und dass du das verstehst, das ist mir wirklich wichtig. Denn es geht um dein Leben und um das, was wir Erwachsenen daraus machen. Ich werde dir von Schülern berichten, die krank werden vom dauernden Üben. Von Bildungsexperten, die euch vom Lernen warnen. Und von Eltern, die euch trotzdem nicht in Ruhe lassen. Von Zeile zu Zeile werde ich wütender werden, entschuldige dies. Weil ich wütend bin auf mich und auf ein Land, das euch alle zu Strebern macht. In diesem Brief, Marie, möchte ich dir und tausenden anderen Schulkindern etwas verraten. Es gibt ein paar Geheimnisse, von denen ihr nichts ahnt. Denn jedes Kind nimmt die Welt ja erstmal so, wie sie ist, als gegeben da und hin. Stopp, stopp, das war zu kompliziert. Ich meine, ein Kind hält sein Leben so, wie es ist, für ganz normal. Woher soll es denn auch wissen, dass es anders sein könnte? Dieses Hinnehmen ist schön, weil ihr nicht so viel grübeln müsst. Was wäre, wenn und so weiter. Aber es macht euch auch fügsam, wo eigentlich Auflehnung angebracht wäre. Ein sehr lesenswerter Artikel. Ein Vater bringt selbstverständlich auf den Punkt, was in den letzten Jahren in der Schullandschaft passiert ist, und schreibt es seiner Tochter. Gleich am Anfang möchte ich eine These stellen, in den Raum stellen. Also irgendwie klappt das mit dem Internet hier nicht. Dann mach du mal da, genau, danke. Und zwar folgende These. Schule und Jugendarbeit stehen in einer Spannung zueinander, denn es besteht eine erhebliche Diskrepanz zwischen den Zielen und Funktionen dieser beiden Akteure, Schule und Jugendarbeit. Das vorneweg. Und alles andere kommt jetzt und ich werde es aufdröseln. Wenn ich im Verlauf des Vortrags zu sehr in Rage gerate, müsst ihr mich bremsen. Ja? Das bedeutet, wenn die Anzahl der Worte pro Sekunde zu sehr steigt, müsst ihr mir das sagen. Es ist wichtig, dass ihr mitkommt und alles versteht. Bremst mich. Wir werden am Ende auf jeden Fall ausreichend Zeit haben zur Diskussion. Ihr könnt mich alles fragen, aber was raus muss, muss raus. Wenn ihr gerade auf eurem Sitz sitzt und irgendwie die ganze Zeit meint, das kann man doch nicht sagen, dann sagt es, wir unterbrechen und dann können wir das auch an Ort und Stelle direkt klären und ausdiskutieren von mir aus. Jetzt gucke ich nach Daniel an, dass ich ja nicht alles durcheinander bringe. Okay. Also Zeit für Rückfragen ist auf jeden Fall da. Ich freue mich auf die Diskussion am Ende. Also offizielle Erlaubnis, was raus muss, muss raus. Noch eine Sache, mir ist wichtig, dass ihr hier seid, dass ihr dabei seid. Das heißt, ihr könnt mitschreiben, wenn ihr wollt, müsst ihr nicht. Alles, was ich hier habe, da kommt, wie auch immer, kann ich euch gerne zur Verfügung stellen. Ich habe gerade mitgekriegt, es wird aufgezeichnet per Video, Sound, weiß ich nicht. Könnt ihr alles haben. Habe ich jetzt so gedacht, ne? Ja, ne? Alles klar. Wunderbar. Könnt ihr gerne nehmen, mir ist wichtig, dass ihr hier seid und dass wir das nachher noch gut ausdiskutieren können. Wir haben jetzt ungefähr 40 Minuten Zeit, mit uns irgendwie die Thematik da anzunähern, da reinzugehen und so weiter. Ich werde ein paar Argumentationsketten wirklich weglassen müssen. Wir können nicht komplett in die Tiefe gehen, aber wir müssen ein paar Dinge auf jeden Fall anreißen. So in der Diskussion könnte ich vielleicht ein paar Sachen noch vertiefen. Mir ist wichtig, dass wir ein paar Schneisen schlagen, Rückschlüsse zu ziehen und einen Ausblick wagen. Was heißt eigentlich Schule, Jugendarbeit und Ausblick 2020? Wie kann es ungefähr gehen? Was sind Richtlinien für die Kooperation mit Schule und Jugendarbeit? Okay. Ist an, okay. Was wir wahrnehmen. Leute sind länger in der Schule und das hat Folgen für unsere Teilnehmer und es hat Folgen für unsere Mitarbeiter.
haben wir gestern schon angesprochen in der Diskussion, als wir vorhin zusammengesessen haben, Entschuldigung, in dem Gespräch. Der Ausbau von Ganztagsschulen und die Schulzeitverkürzung der Gymnasium, G8 ist also das Schlüsselwort nach dem Motto 8 Jahre an der weiterführenden Schule, nicht mehr 9, zack, kommt man auf 12 und nicht mehr auf 13 Jahre. Der Leistungs- und Prüfungsstress nimmt zu, die nächste Klausur, so ist das Gefühl bei vielen Schülern, das entscheidet über mein Leben. Das ist so wichtig. Und da ist eine Menge dazugekommen. Angefangen bei Klasse 3, das nennt sich dann so Vera-Vergleichstest, diesen bundesweit, dann Abschlusstests nach Klasse 10, sonstige Tests zwischendurch und einfach die Frequenz der Prüfung hat enorm zugenommen. Mit in dieselbe Liga, alles klar, mit in dieselbe Liga fallen im Endeffekt die Entwicklungen an den Hochschulen, also die Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge. Das ist alles parallel zu betrachten. Wir können es nicht einzeln sehen, das ist Schule und das ist irgendwie Hochschule oder wie auch immer. Nein, es ist eine insgesamte Entwicklung und eine Entscheidung in der Politik gewesen. Und die gucken wir uns jetzt genauer an, warum, weshalb, weswegen. Das ist parallel zu betrachten. Und ich erinnere nochmal daran, was vor ein paar Jahren war, als sämtliche Studenten auf die Straße gegangen sind. Was passiert hier eigentlich? Studiengebühren und so weiter. Verschultes Studium, enges Zeitkorsett, jede Menge Prüfungen, lange Tage an der Uni, hat dieselben Auswirkungen auf die Frage, wo sind eigentlich unsere Mitarbeiter? Die sind ein bisschen mehr gestresst, weil die an der Uni abhängen müssen. Große Hausarbeiten und Seminararbeiten etc. Es wird schwer, sich in der Jugendarbeit zu engagieren für Ehrenamtliche. Die Zielgruppe unserer Angebote verbringen eher mehr Zeit in der Schule. Schule wird immer mehr zur Lebenswelt dominierenden Instanz. Darum dreht es sich. Um zu wissen, wo die Reise hingeht, muss man wissen, wo man herkommt. Oder anders ausgedrückt, jetzt turnt der Buki da hinten rum. In einem Bild, im Ruderboot, da schaut man im Endeffekt nach hinten. Wo komme ich eigentlich her? Ich gucke in die Fahrrinne, um zu wissen, wo ich hinfahre. Und wir müssen eher auf das Jahr 2001 schauen, um zu wissen, wo wir eigentlich in 2020 landen werden. Stichwort kam gestern schon, PISA-Schock. Infolge der Ergebnisse des internationalen Schulleistungsvergleichs im Jahr 2001 der OECD. Jetzt muss man sich nochmal überlegen, was ist eigentlich die OECD? Das ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ich betone für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und mit dieser Studie begann in Deutschland eine heftig geführte Bildungsdebatte. Bitte? Das ist eine internationale Handwerkskammer, die OECD. Das ist ihre Aufgabe. Letztlich ist es trotzdem, dass es die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist. Ich würde sagen, können wir nachher nochmal rein. Okay? Ergebnis war Platz 21 von insgesamt 29 untersuchten Ländern. Das ist relativ weit hinten und schlecht. Das bedeutet, das Bildungsland Deutschland hat sich gehörig blamiert. Und das war, wenn man in die Presse geguckt hat, der große Tenor. Geht doch gar nicht. Die deutsche Öffentlichkeit erlitt den sogenannten PISA-Schock, denn mit solchem schlechten Ergebnis hat man nicht gerechnet. Land der Dichter und Denker, was ist denn hier los und so weiter. Und losgelöst von inhaltlichen Fragen wird der Standpunkt eingenommen, hey, Deutschland müsste doch eigentlich im internationalen Vergleich einfach spitze sein. Was ist denn hier passiert? Geht doch nicht. Und darüber hinaus erfolgte eine weitere Ableitung. Aus dem schlechten Abschneiden im Schulleistungsvergleich wird geschlussfolgert, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland in Zukunft ebenfalls im internationalen Vergleich schlecht abschneiden wird. Das war die große Angst dahinter. So wird aus dem PISA-Schock eine nationale Katastrophe, denn es herrscht Einigkeit darüber, dass Bildung eine wichtige Ressource ist für den deutschen Standort. Rohstoffe, keine Ahnung, ich verkürze das jetzt an vielen Punkten, haben wir nicht großartig, aber Ingenieurskunst und so weiter, Know-how, das ist wichtig. Wo fängt das Ganze an? In der Schule, dafür brauchen wir fitte, kompetente Leute. Bildung als Wachstumsmotor, mit dem wir unsere Rohstoffknappheit subsumieren können und müssen. Und da wird man hellhörig, als jemand, der Jugendarbeit macht. Hier vollzieht sich eine Umwandlung von Kindern und Jugendlichen zum Wachstumsfaktor der deutschen Wirtschaft. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Aber die Frage ist, was passiert eigentlich mit den Kindern und Jugendlichen hinter PISA?
Was mit denen? Als skandalös wurde nämlich nicht betrachtet, dass rund 25% der Kinder und Jugendlichen die Schule mit geringen Grundkenntnissen im Lesen, Schreiben und Rechnen verlassen. Das war nicht der Skandal. Sondern wie kann das sein, dass? Der Skandal war das schlechte Abschneiden Deutschlands im internationalen Vergleich. Dass innerhalb des deutschen Schulsystems enorme Unterschiede zwischen leistungsschwachen und leistungsstarken Schülern besteht, fand ebenfalls kaum Beachtung. Da gab es eine neue Studie, wo das festgelegt worden ist, nach dem Motto, hey, ihr seid ganz schön selektiv, was ihr da irgendwie macht. Die Chance, wenn du aus einem guten Elternhaus kommst, dass du auch gute Schulbildung erlangst und weit kommst auf der Treppe, ist sehr hoch. Das wurde jetzt erst letztes Jahr irgendwie herausgefunden oder in einer weiteren Studie. Aber das war nicht das Problem. Damals, 2001. Die allererste Sorge hieß Deutschland. Nicht die Bildung, die hierzulande der Jugend verpasst wurde, stand auf dem Prüfstand, sondern allein die Auswirkung dieser Bildung aufs nationale Ansehen und auf die Konkurrenzfähigkeit der nationalen Ökonomie wurde besorgt registriert. Das war das Problem. Das kann man an vielen Erklärungen und Stellungnahmen von Politikern und Wirtschaftsfunktionären ja einfach ablesen. Das war besser damals. Eines war nach der Veröffentlichung der PISA-Daten 2001 sehr schnell klar, das deutsche Bildungswesen bedarf einer Reform. Finnland, die ganzen skandinavischen Länder, waren hier die absoluten Meister, waren die Primus-Jungen, die haben alles richtig gemacht, denn die waren ganz, ganz oben. Und jetzt muss man überlegen, was haben die eigentlich anders gemacht? Eine Klassengröße von weniger als 20 Schülern, kleine Klassen. Eine Lehrerrelation, Schüler-Lehrer-Relation von 1 zu 12, das bedeutet ein Lehrer für 12 Schüler. Jetzt überlege ich mal, wie das bei uns aussieht, da 30, 32, keine Ahnung. Individuelle Förderung mit zusätzlichem Personal. Das bedeutet, dass ein Schüler, der hat ein Problem in dem und dem Fach, der ist vielleicht nicht gut in Geometrie, in einem anderen Mathefach kann er vielleicht ein bisschen besser, dann kriegt er individuelle Förderung in dem, was er gerade nicht kann. Rund 80% der Schüler in Finnland bestehen das Abitur und es gibt parallel Studien- und berufsvorbereitende Kurse zur Vorbereitung während der Schulzeit auf das, was danach kommt. Noten werden im finnischen Schulsystem erst nach der Klasse 7 vergeben, bevor nicht. Jedoch lauten die Leitbegriffe der hiesigen Reformkurses nicht in Deutschland Unterstützung. Ist eine Frage? Wir reden Kinder. Alles klar, kann man. Gut, gut, alles merken. Lauten nicht Unterstützung von Schülern, Motivation, aufmerksame Beobachtung, sondern Prüfung, Inspektion und Kontrolle. Das war die Reaktion nach PISA. Woran mache ich das fest? Andersrum, die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Demmer, so heißt die gute Frau, weist nochmal ausdrücklich darauf hin, dass die Kontroll- und Prüfungsorganisation, wie sie nach PISA 2001 erfolgt ist, keine notwendige Folge der PISA-Studie war, sondern eine politische Entscheidung. Pädagogisch war das nicht sinnvoll, sondern es war eine politische Entscheidung, dass wir das jetzt so machen. Aus pädagogischer Sicht ist nämlich die Entscheidung nicht zu begründen, kleine Lerngruppen und individuelles Eingehen auf Lerndefizite nicht zu unterstützen. Das hätte Sinn gemacht und wäre viel effektiver. Und hier ist ein Widerspruch, den es zu erläutern gilt. Auf der einen Seite eine steigende Wertschätzung und Betonung der Wichtigkeit von Bildung, Bildungsoffensive und so weiter, das ist ein großes Schlagwort in der Politik, und auf der anderen Seite diese politische Entscheidung wieder pädagogischer Vernunft. Ja? Aufzulösen ist dieser Widerspruch vor dem Hintergrund einer Kosten-Nutzen-Analyse. Was kostet mich eigentlich Bildung? Und wie viel brauche ich eigentlich? Wie viele gut ausgebildete junge Menschen braucht eine Gesellschaft überhaupt? Und wie viele will sie sich eigentlich leisten? Oder anders gefragt, wie viele gut ausgebildete Arbeitskräfte braucht der Arbeitsmarkt? Unter nationalökonomischen Gesichtspunkten tritt die Relation von Arbeitsplatzanforderungen und der Lage von schulischer Ausbildung in den Fokus der Betrachtung. Ja? Ökonomisch betrachtet ist eine Überschulung, eine Verschwendung von Finanzen und Lebenszeit, die unproduktiv mit unnötigem Lernen vergeudet wird.
Macht keinen Sinn. Und jetzt nochmal aktuelle Entwicklung. Wenn die Bildung der Maßstab der ökonomischen Verwertung, also wenn die Bildung der Maßstab, also wenn an Bildung der Maßstab der ökonomischen Verwertung angelegt wird, ist aufgrund geringer Arbeitsplatzanforderungen überhaupt nicht notwendig, dass 80% der Leute Abitur machen. Braucht man nicht. Mittlerweile ist es so, dass skandinavische Bildungsexperten nach Deutschland kommen. Und das finnische Schulsystem hat nämlich gecheckt, Leute, wir sind viel zu teuer. Wir können uns das nicht mehr großartig leisten. Ihr in Deutschland habt eigentlich alles richtig gemacht mit Hinblick auf diese Kosten-Nutzen-Relation. In der Schulreform nach PISA wird deutlich, dass in der politischen Diagnose ja eigentlich folgendes Problem war. Es geht nicht um das Wohl der einzelnen Schüler, dann hätte man anders reagieren müssen, sondern um deren, letztendlich ja die Frage nach der Verwertbarkeit. Wie viel brauchen wir eigentlich? Oh Backe, okay. Im Vordergrund stand also nicht die Sorge, dass benötigt, wie viel Bildung benötigt man, sondern die Frage war, wie viel Bildung in Form der Signifikanz darf nicht unterschritten werden. Also wie dumm dürfen die eigentlich aus der Schule kommen? Das ist gerade die Anklage von der Wirtschaft. Leute, wie dumme Leute schickt ihr uns eigentlich? Es geht nicht um die Frage, was können die erreichen, sondern wo ist die Grenze, wie viel weniger darf es nicht sein? Ja? Es geht um die Funktion der Jugendlichen, die andere im Hinblick auf die Verwertbarkeit, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt, von ihnen wollen und erwarten. Das sind die Ergebnisse der PISA-Studie. Die Brauchbarkeit der jungen Menschen für das Gemeinwesen wird hier im Endeffekt in Frage gestellt. Gleichzeitig wird wahrgenommen, dass von Teilen des Nachwuchses ein gewisses Risiko für die gesellschaftliche Ordnung ausgeht. Stichwort Rüttli-Schule, nicht mehr beschulbar, Chaos an Schulen und so weiter, Gewaltexzesse an Schulen etc. Problembezirke, soziale Brennpunkte. Was passiert? Es werden die Zügel angezogen, um dafür zu sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen gut vorbereitet für den Eintritt in das Erwerbsleben und dann letztendlich als konkurrenzwillige Bürger eine gewisse Normalitätserwartung entsprechen. Ja? So könnte die Leitfrage der Schulreform nach PISA lauten. Kannst du einmal bitte klicken. Wie bekommt man das, was das deutsche Schulsystem eh schon leistet, noch besser hin, damit im Arbeitsmarkt noch frühzeitiger ein leistungsfähiger und disziplinierter Nachwuchs zur Verfügung steht, der obendrein noch weniger kostet? Die Idee, die Schulzeit zu verkürzen, ist nämlich gar nicht neu. Die gab es schon vor 2001. Mit der Begründung, wir müssen unser Sozialsystem stabilisieren bezüglich der Renten. Der Ausbau von Ganztagsschulen ist ein Element einer ganzen Reihe von Reformen, die in den letzten Jahren stattgefunden hat und die einzelnen Bundesländer auch unterschiedlich intensiv nach vorne getrieben haben. Hier eine kurze stichpunktartige Übersicht von dem, was alles passiert ist seit 2001. Standardisierung von Tests in allen Schulformen und Leistungsschulstufen. Wählerklasse 3, Zentralprüfung nach Klasse 10, Zentralabitur. Einführung von Kopfnoten, Benotung von Arbeits- und Sozialverhalten, unterteilt in ja, Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Sorgfalt, bla 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 und so weiter. Schulzeitverkürzung die 8, der Gymnasialzeit von 9 auf 8 Jahre, Turboabitur nennt man das Ganze, ist mittlerweile weitgehend durchgesetzt. Schulautonomie ist ein ganz spannender Punkt für die Kooperation. Das bedeutet, Schulen sind jetzt selbst für sich verantwortlich. Mit Aufhebung der Zugehörigkeit, du wohnst in dem Bezirk, das ist deine Schule, wo du hingehst, ist im Endeffekt, wurden Schulen untereinander in Konkurrenz zueinander gestellt um Schülerzahl. Du hast Schülerzahlen, dementsprechend bekommst du eine Anzahl von Stellenpotenzial, du kriegst eine gute Schule, einen guten Ruf und so weiter. Deswegen picken sich Schulen auch bewusst Kooperationspartner raus, um ihr Profil zu schärfen, nach dem Motto, ey Leute, guckt uns an. Die müssen alle Profile schreiben. Für was stehen wir, was sind wir, was bieten wir unseren Leuten am Nachmittag und so weiter, weil sie um Schülerzahlen buhlen. Und das ist kein Spaß. Lehrer haben da keinen Bock großartig drauf, dem genug zu tun. Und müssen sich jetzt mal mit der Sorge rumplanen, ja, habe ich meinen Kollegen noch hier, werden die Zahlen aus Düsseldorf gestrichen und so weiter. Das ist eine enorme Anforderung, ein enormer Druck ans Lehrerpersonal.
Vor dem Hintergrund? Ja, wir merken uns die Fragen, wunderbar. Vor dem Hintergrund, dass sich die Jugendarbeit der CVM als Lobby, und das ist mir ganz, ganz wichtig, als Lobby und Anwalt für Jugendliche auch versteht, ja, sind die weiterführenden Punkte, die jetzt kommen, irgendwie total wichtig. Also wo übernehmen wir eigentlich Anwaltschaft für Jugend, für Kinder und Jugendliche? Die erstmal denken, das ist doch total normal, die kennen es ja gar nicht anders. Und wir haben den Horizont nicht, das zu durchblicken. Die Verwaltung von Kindern und Jugendlichen hin zum Humankapital zwingt Jugendverbandsarbeit zur Intervention, ja, und eigentlich zur theoretischen Reflexion der Kooperation. Was machen wir da eigentlich? Werden wir zu Handlanger? Was tun wir eigentlich? Nochmal ein kurzer Auszug aus dem Brief an Marie. Ah, schau mal. Marie, es gibt einen Arzt in Bremen, der Herr Stefan Trapp. Der hat vor 3 Jahren einen Brief an die Bildungssenatorin seiner Stadt geschrieben. Da steht drin, als niedergelassener Kinder- und Jugendarzt, wie auch betroffener Vater, erlebe ich, dass früher Kinder Kopfschmerzen hatten, weil sie eine Brille brauchten. Heute, weil sie im Gedanken an die Schule mittlerweile die Gefahr des Scheiterns mitdenken. Er ist ein fröhlicher Arzt, solange er nicht von den müden Kindern und Jugendlichen in seinen Sprechstunden erzählt. Er behandelt Schüler mit Schlafstörungen und Depressionen. Marie, das sind Krankheiten, die früher bloß Erwachsene bekamen, die wirklich richtig Pech hatten. Die Rolle der Gymnasiasten als Sorgenkinder, die ist neu, sagt Trapp. Diese Schüler sind seltener dick, essen meist irgendwie gesünder, prügeln sich kaum, aber die Schulzeit ähnelt immer mehr einer anspruchsvollen Bürotätigkeit. Kein Wunder, dass sich hier auch Krankheitsbilder ähneln. Warum schützen wir die Schwächsten nicht mehr? Auch nicht die Aufmüpfigen, die Sperrigen, die unser Tempo bremsen. Ich sage dir, Marie, weil wir Erwachsenen die wahren Streber sind. Weil wir zu feige sind, mal richtig wütend zu werden. Richtig sperrig, richtig uncool zu sein. Wir müssen noch einen Blick in eine andere Richtung wenden, um das Ganze zu verstehen. Und zwar in gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Die Debatte vom Verhältnis von Schule und Jugendarbeit findet nicht im luftleeren Raum statt. Es geht um die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen sie jetzt hier gerade aufwachsen. Und das ändert sich ständig. Diese befinden sich einem tiefgreifenden Veränderungsprozess. Und da will ich 2 Stichpunkte ganz kurz angucken. Das eine Globalisierung und das andere Individualisierung. 2 große Begriffe der Soziologie. Mal kurz aus dem Brief an Marie. Ein Brief war früher Tage unterwegs, eine Mail ist heute augenblicklich da. Die ganze Welt ist in einen Wettlauf geraten, den die Erwachsenen Globalisierung nennen. Wer näht die billigsten T-Shirts? Wer baut die schnellsten Autos? Wer findet das neueste Telefon, den neuesten Computer und noch rasanter Updates, die uns irgendwie reminden können? Individualisierung. Individualisierung beinhaltet eine gewisse Wahl- und Gestaltungsfreiheit der eigenen Biografie. Das ist erstmal wunderbar. Es ist nicht mehr vorgeschrieben, ich mache den Job und muss den Job machen, den meine Eltern eh und je schon gemacht haben. Es gibt keine Vorgaben mehr für die eigene Lebensgestaltung, nur noch viele Möglichkeiten. Und so wird es zur Aufgabe, eine Möglichkeit zu wählen. Du kommst gar nicht mehr raus, du musst deine Lebensbiografie gestalten. Die Gestaltung der eigenen Biografie beinhaltet gleichzeitig auch den Zwang, sie zu gestalten. Du kommst aus der Nummer nicht mehr raus. Die Freiheit wird gleichzeitig zum Zwang. Lebensgestaltung hat sich also im Zuge der Individualisierung von der Vorgabe zur zwingenden Aufgabe entwickelt und schließt sämtliche Nebeneffekte ein, die dann man selbst zu tragen hat. Denn letztlich, hey, hast du das doch gewählt. Das ist auch deine Entscheidung, keine Vorgabe mehr. Familiäre Rahmenbedingungen, das Aufwachsen. Weiß nicht, wer kennt alles jemanden, wo auf jeden Fall mindestens ein Elternteil
einmal geschieden ist, beziehungsweise nicht mehrere Trennungen passiert sind und so weiter. Erwerbstätigkeit der Eltern, ein Belangsamt der Familie. Bis 2010 sollte laut einer europäischen Beschäftigungsstrategie 60% aller erwerbstätigen Frauen im Berufsleben stehen. Die traditionellen Familienmodelle, weiß nicht, Ernährer, Hausfrau, Ehe und so weiter, sind komplett auf dem Rückzug. Was macht man eigentlich mit Kindern, wenn beide Elternteile arbeiten? Das heißt, da ist eine Lücke in der Betreuung. Wer soll schließen? Staatlich organisiert, wer die Schule? Das ist eine komplett logische Geschichte. Und zack, ist die Jugendarbeit mit drin. Zitat aus dem DART-Report zur Gleichstellung von Männern und Frauen der Bundesrepublik. Es geht um die volle Nutzung der Humankapitalinvestition beider Geschlechter, was wir übrigens in den letzten 20 Jahren gemacht haben, in die, also Frauen, gut ausgebildet und so weiter. Das soll sich jetzt rentieren. Und deswegen brauchen wir andere Betreuungsmöglichkeiten. Das ist eine Strategie gewesen, die, ich weiß nicht genau, wann das gewesen ist, festgelegt worden ist, und deswegen sitzen wir jetzt an manchen Punkten und warten uns aus. Logisch, dass bei dieser Entwicklung langfristig andere Modelle für die Gewährleistung von Bildung, Betreuung und Erziehung des Nachwuchses entwickelt und etabliert werden müssen. Schule und Jugendarbeit ereignen sich in einem Spannungsdreieck. Okay? Und zwar unter drei Dingen. Bildung, das soll geschehen, Betreuung soll geschehen und Erziehung soll geschehen. Ich würde jetzt für uns als CVM oder grundsätzlich Jugendarbeit nochmal sagen, die Frage der ethischen Normen und ethischen Orientierung, was bei uns vielleicht das Evangelium ist, gehört als zentrale Idee. Das ist das, was uns antreibt am Zentrum. Schule als prägende Bildungs- und Sozialisationsinstanz, es reicht nicht mehr, zwei Funktionen sich da irgendwie nur anzugucken. Das eine ist Schule und das andere ist Jugendarbeit. Und Schule hat nur die Funktion, Bildung zu vermitteln. Das wäre ja nett, aber es ist noch viel mehr. Klar, Schule hat die Qualifizierungsfunktion. Ein Auftrag der Schule ist, und nicht darin, formelle Bildung zu vermitteln. Schule hat den Auftrag, Lesen, Schreiben, Rechnen beizubringen, das ganz normale Programm. Und zielt im Endeffekt auf Leistungszertifikate ab. Das hatten wir gestern schon kurz angedeutet. Bildungsabschlüsse, um diese zu erreichen. Dafür ist formelle Bildung strukturiert, es gibt Lehrpläne und so weiter. Und dann gibt es letztlich, es ist hier hierarchisch geordnet nach Inhalten, Lernprozessen und so weiter. Da gibt es einen Lehrplan, Curriculum und so weiter. Und dann im Endeffekt hast du eine Note, eine Zensur, einen Abschluss und damit kannst du dies oder das tun. Die andere ganz, ganz wichtige Funktion von Schule ist aber folgende. Sie soll selektieren. Das ist eine Selektionsaufgabe-Funktion. Diese Funktion von Schulen bezieht sich auf die soziale Struktur der gesamten Gesellschaft. Moderne Gesellschaften sind arbeits- und funktionsteilig organisiert. Dieses geregelt dann im Endeffekt die Produktionsanweisung. Was kannst du eigentlich hier werden und was auch nicht? Sie übernimmt die Funktion der Ausstattung von Qualitätsfunktionen. Also, was kannst du werden und was irgendwie auch nicht? These, Folie nochmal. Schulisches Lernen ist so organisiert, dass ein Teil der Lernenden vom Lernen ausgeschlossen wird. Dementsprechend kann abgeleitet werden, dass nicht nur Wissensvermittlung und Bildung Bestandteil und Ziel von Schule ist, sondern auch deren Bildungsabschluss. Was habe ich gesagt? Oh ja, Ausschluss, das meine ich, darum geht's. Schule erzeugt eine Bildungshierarchie. Sie übernimmt die Funktion der Ausstattung. Die kriegen danach was. Die haben was gelernt, das ist total wichtig. Und gleichzeitig ist die Vorsortierung des Nachwuchses für die hiesige Arbeits- und Berufswelt. Das ist ihre Funktion. Ein Bildungszertifikat, welches ein junger Mensch erlangt, ist zum Beispiel der Hauptschulabschluss oder das Abitur oder auch ein Diplom, ist nie eine Garantie für den beruflichen Erfolg. Das ist es nicht. Aber mit dem Zeugnis ist im Endeffekt sichergestellt, auf welchen Weg du dich begeben kannst oder welchen auch nicht. Und jetzt gibt es immer Ausnahmen, die bestätigen letztendlich auch die Regel. Klar gibt es zweiten Bildungsweg und so weiter. Aber letztendlich ist die Vorsortierungsinstanz davor schon eingetreten.
Schule als Institution formeller Bildung ist ein staatliches Pflichtsystem, welches gesellschaftliche Verteilungsprozesse über schulische Selektion implementiert. Das bedeutet, du kannst das werden und du aber auch bitte nicht das. Ich weiß, dass es dann ganz oft darum geht in der Diskussion, ja, der kann es halt nicht. Der hat halt nicht die Begabung dafür. Ja, das mag richtig sein, dass da vielleicht Begrenzungen sind. Aber das von vornherein so selektiv zu gestalten, da entsteht nämlich eine psychologische Umdeutung. Ja, ich bin das nicht, weil ich kann es ja nicht. Weil die Frage ist, wie intensiv wurde in den Typen investiert. Wenn man sich Schulunterricht mal anguckt, wie das irgendwie läuft, wenn ich einen Hund, einen Affen, eine Schildkröte zusammen auf eine Rennbahn schicke und sage, da hinten ist der Baum, hoch mit euch, dann ist klar, dass das Ergebnis von Anfang an schon ungleich ist, was da hinten rauskommt. Man kann nicht voraussetzen, dass alle Leute mit denselben Kenntnissen in die Schule gehen. Man kann nicht voraussetzen, dass alle Leute im selben Lerntempo lernen. Dass nach 45 Minuten der Gong fällt und dann nach Motto, okay, die Klassenarbeit ist jetzt beendet. Es gibt unterschiedliche Tempos, mit denen Leute arbeiten. Darauf nimmt Schule keine Rücksicht. Das Ergebnis einer Klassenarbeit steht im Endeffekt am Anfang schon fest. Es soll am Ende eine Normalverteilungskurve rauskommen. Das bedeutet, am Anfang stehen irgendwie Einsen und Zweien, dann gibt es einen großen Teil Dreien und Vieren und dann gibt es hinten auch ein paar Leute, die hinten rüber kippen. Und wenn dieses Ergebnis nicht rauskommt auf lange Sicht, ja, dann ist folgende Diskussion am Start. Ihr Unterricht ist, glaube ich, nicht leistungsbezogen genug. Ist vielleicht zu einfach oder zu schwer. Sie haben bitte dafür zu sorgen, dass selektiert wird und eine gewisse Verteilung rauskommt. Das ist das Ergebnis. Vielleicht später mehr dazu, wie Unterricht gestaltet wird. Sortieren. Noch eine Überschrift aus der Zeit. Okay. Gespaltene Jugend, die deutsche Jugend, also es geht um die Shell-Jugendstudie. Ja? Das ist eine Zusammenfassung gewesen, das fand ich nochmal ganz spannend. Die deutsche Jugend ist laut der neuen Shell-Studie fleißig, leistungsorientiert, familienverbunden. Aber sie zerfällt zunehmend in Gewinner und Verlierer. Und das ist die Wahrnehmung auf vielen jungen Menschen. Die nächste Klausurentscheidung mein Leben. Der Druck, der in Schulen entsteht. Und nochmal kurz einen Seitensprung. Was sagt eigentlich eine Kommazahl am Ende deines Abiturs darüber aus, was du kannst? Sagt es irgendwas darüber aus, ob du gut in Mathe bist? Gut in Englisch? Nichts. Das ist eine abstrakte Summe. Was sagt eine Note in Mathe darüber aus, ob du Geometrie verstanden hast? Ob du Kurvendiskussion verstanden hast? Nichts. Es sagt nur aus, wie du im Endeffekt im Unterricht bestanden hast im Vergleich mit deinen anderen Mitschülern. Gewinner und Verlierer, warum geht's? Jugendliche müssen sich bewähren. Sei es in der Schule, bei Klassenarbeiten, bei zentralen Abschlussprüfungen nach Klasse 10 oder Zentralabitur. Sie müssen sich bewähren auf dem Arbeitsmarkt, an Hochschulen und überall, letztendlich auf dem Arbeitsmarkt. Eine Welt der Konkurrenz hat weitreichende Folgen. Schulabschlüsse sind eine Weichenstellung, welche weit über den Bereich der Schule hinausgehen. An Bildungsanschlüssen entscheidet sich die Verteilung von Lebenschancen. Jugendliche wachsen in einer Gesellschaft auf, in der Erwerbsarbeit ja eine zentrale Rolle spielt. Das ist hier so. So ist der Laden organisiert. Sie ist Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe, soziale Zugehörigkeit und für viele ist das die identitätsstiftende Geschichte. Was kann ich, was habe ich, was bin ich und darüber leiten sie ihren eigenen Wert ab. Wenn ich jetzt hier vor Emma oder als Christ darüber nachdenke, wovon leite ich eigentlich meinen Wert ab? Wenn mir jetzt hier gerade gesellschaftliche Verhältnisse angucke, die Diskussion oder mit Jugendlichen rede, dann ist ihr eigenes einiges durcheinander geraten. Der Wert davon, dass sie wertvoll sind, dass sie sind, weil sie einfach sind, ist in Frage gestellt. Der Rahmen der sogenannten Arbeitsgesellschaft prägt die Erwartungen, Hoffnungen und Wünsche und Befürchtungen vieler Heranwachsender. Siehe nochmal Stellstudie. Mit Blick auf die Gesamtentwicklung der Erwerbslosenzahlen der letzten Jahre ist hier auch eine Verengung des Arbeitsmarkts festzustellen. Ich weiß, dass die neuen Zahlen irgendwie alle ganz, ganz positiv sind, weil wenn man sich Statistik nochmal genau anguckt, muss man mal gucken, was da am Bach ist. Wie viele prekäre Arbeitsverhältnisse gibt es eigentlich? Wo, weiß nicht, wie viele Leute in gering bezahlten Jobs arbeiten, sogenannte Aufstocker. Weil das Geld so wenig ist, müssen sie nochmal zum Amt gehen, damit es überhaupt zum Leben reicht.
Diese ganzen Statistiken sind begradigt worden. Stichwort Ganztagsschulen. Der Aufbau und Ausbau von Ganztagsschulen markiert eine bildungspolitische Kurswendung mit weitreichenden Folgen. Für die Schule, aber auch für die Kinder- und Jugendarbeit. Ganztagsschulen waren vor einigen Jahren in der Schullandschaft die absolute Ausnahme. Nur ca. 5% aller Schulen waren Ganztagsschulen und viele waren Privatschulen oder irgendwie ja, Schulen mit besonderen pädagogischen Konzepten. Ganztagsschulen bzw. hier Gesamtschulen und so weiter. Das Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und Betreuung der Bundesregierung, welches im Jahr 2002 verabschiedet worden ist. 2001 PISA, 2002 wurde das verabschiedet. Ich will nicht wissen, an wie viele Themen die so schnell irgendwie geschossen haben, aber gut, lassen wir das. Markiert einfach einen Startpunkt des intensiven Auf- und Ausbaus von Ganztagsschulen. Mit Blick auf die Kinder- und Jugendarbeit ergibt sich hier durch die Ausweitung des Ganztagsschulangebots eine zeitliche Konkurrenz an den Nachwuchs. Gehen die zu uns, gehen die da hin, und das ist schon klar, wer für die Schule ist, Schulpflicht, die müssen da mehr oder weniger hin. Wenn Kinder und Jugendliche nun in der Regel länger in der Schule bleiben, beispielsweise, also ich kenne das bei uns, es gibt Leute, die haben einfach Gruppen aufgeben müssen. Ich bin um 18 Uhr, bin ich erst zu Hause. Und dann habe ich noch Schulaufgaben. Wie soll das irgendwie funktionieren? Und das ist in einer Großstadt, wo die Wege zur Schule klein sind. Was passiert eigentlich, wenn das in einer ländlichen Region ist und du noch, weiß nicht, x Stunden mehr Bus fahren musst? Ganztagsschule, was ist das überhaupt? Viele Formen, es gibt gebundene Ganztagsschulen, offene Ganztagsschulen, verordnete Ganztagsschulen, bla bla bla. Und das ist im Endeffekt, okay, danke Bucki. So, man kann gar nicht davon sprechen, es gibt die Ganztagsschule. Das ist von Ort zu Ort, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und so weiter. Das heißt, man muss auch vor Ort für Kooperationen mögliche sich das genau angucken. Was ist da eigentlich vor Ort am Start? Es wird zu weit führen, jetzt weiter in diese Analyse da irgendwie einzusteigen, aber es ist schon erstaunlich, dass gerade in sozial schwachen Gegenden der Aufbau von Ganztagsschulen massiv ist. Zwei Gedanken dazu. Die Einführung der Ganztagsschule als Instrument zur Schließung der Betreuungslücke. Eltern sind unterwegs, die sind arbeiten. Das bedeutet, was mache ich mit dem Kind in der Zeit? Nochmal Geld ausgeben für irgendeine Betreuung, die irgendwo hinschicken, wie auch immer. Jugendarbeit wäre eine Möglichkeit. Gut, wir sehen das staatlich, ab in die Ganztagsschule. Das andere ist, ja, Schüler sollen weg von der Straße. Ganztagsschulen haben irgendwie auch den Charakter von Kontrolle und Prävention. Bevor die Scheiße machen draußen, sollen sie lieber in die Ganztagsschule gehen. Das ist dann letztendlich auch billiger, als sie wieder vor Gericht zu treffen. Abschließend zu dem Punkt, bleibt festzuhalten, dass die Ganztagsschule kein empirischer, gesicherter Ausweg aus der Bildungsmiserie ist. Es gibt keine Ergebnisse, die sagen, dass das jetzt hier das Bildungsproblem löst. Gibt's nicht. Sondern es ist eine politische, wieder eine politische Entscheidung. In einigen Bundesländern sind Ganztagsschulen im Nachhinein des PISA-Schocks und aufgrund einer weit verbreiteten Bildungspatriotismus installiert worden. Nach dem Motto, wir Sachsen sind die Besten. Nein, wir Bayern sind die Besten. Und deswegen machen wir das als erstes und ziehen das irgendwie durch. Das heißt, die betteln sich da, wer im Endeffekt, das ist ja auch verrückt, 2001 PISA, und dann ging es los, ja, aber die Bayern waren ja besser und die Sachsen, ja, keine Ahnung, aber Nordrhein-Westfalen und Bremen, boah, waren die scheiße. Also das war eine Diskussion, die im Endeffekt dann noch abgetreten worden ist. Ja? Also da ging es wieder nicht um die Frage, was ist eigentlich mit den Kindern und Jugendlichen hinter PISA? Irre. Es liegt hier vermutungsnahe, dass unter dem Schlagwort Bildungsoffensive politische Sorgen und Ziele irgendwie zusammengebunden werden. Also die Frage, was ist eigentlich mit Kindern und Jugendlichen? Die ist ein bisschen weit weg. Wobei ich den Ehrgeiz von vielen Pädagogen, gerade Lehrern, sehr, sehr schätze. Als ich hier gestern mit in der Runde saß, wo ist unser Lehramtsanwärter? Ah, ja. Habe ich hier gestern Abend nochmal gesagt. Also, ich kenne so viele Lehrer, die so echt engagiert sind in der Schule, aber letztendlich dann auch wirklich kaputt gehen an diesem System mit der großen Frage, ich habe einen riesen Anspruch, aber letztendlich komme ich da nicht raus. Es gibt Konzepte, in Essen sind wir gerade dabei, eine Schule zu begleiten und zu betreuen, also mit der Frage der Ganztagsbetreuung. Und die wollen wirklich gute Sachen umsetzen, aber die kommen um gesetzte Regeln und Maßstäbe, die vom Land kommen, eigentlich kommen die nicht herum. Und dann eine Zahl, das hast du gestern selber noch gesagt, mit der Prozentzahl, ich wusste, kannst du kurz nochmal sagen, wie viele Lehrer letztendlich bis zu ihrer Rente überhaupt noch unterrichten? Das sind wie viel Prozent? Ich
glaube, es sind 13. 13% der Lehrer, die angetreten sind, unterrichten überhaupt noch bis zur Rente. Die anderen gehen davor in Ruhestand, vor Ruhestand, weil sie arbeitsunfähig sind, weil sie es einfach nicht aushalten. Irre. Okay. Die Zeit, die Kinder und Jugendliche in Schule verbringen, also im Unterricht an Ganztagsschulen, wird weiter verlängert. Ungeachtet der pädagogischen Ganztagsschuldebatte verlängert sich der Schulalltag auch aufgrund veränderter Stundentafeln. Es wird einfach zusammengekürzt, es wird nicht großartig Stoff weggenommen beim Abitur, mit nur noch jetzt also die 8, sondern im Endeffekt, es muss noch mehr geleistet werden in eigentlich nur noch weniger Zeit. Jugendliche engagieren sich in unterschiedlichen Bereichen, bei uns in der Jugendarbeit, in der Verbandsarbeit und wo auch immer. Und ja, diese Zeitfrage ist einfach der ganz, ganz große Punkt. Und hier muss sich Jugendarbeit positionieren und sich klar darüber sein, was sie eigentlich will, für was sie steht. Was ist eigentlich wichtig an ihr? Was ist wichtig am CVM für Kinder und Jugendliche? Kinder? Ja, ist gut. Aber wie verkaufen wir das eigentlich Politikern, Leuten, die Entscheidungen treffen? Darüber müssen wir uns klar sein. Und da müssen wir sprachfähig drüber werden, denn mit vielen frommen Vokabeln haben die erstmal recht wenig am Mund. Was wir sind, was wir machen, Bucki Neumann. Grundprinzip in der Jugendarbeit. Freiwilligkeit, Beteiligung, Selbstorganisation und Wertorientierung habe ich jetzt mal ein bisschen dazu gemogelt. Das ist eigentlich nicht in einem klassischen Sinn, aber das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich würde den für uns so interpretieren, das ist die Frage des Evangeliums. Was wiederum aber auch in Form der Freiwilligkeit, der Beteiligung, der Selbstorganisation überall drin vorkommt. Und das müssen wir lernen umzusetzen, müssen uns beschreiben, müssen wir sprachfähig drüber werden, etc. Schule und Jugendarbeit haben unterschiedliche Aufträge. Das ist ein unterschiedliches Bildungsverständnis und einfach institutionelle Differenzen. Die gehen an vielen Punkten einfach nicht zusammen. Und wenn du mit Schule und Jugendarbeit irgendwie kooperierst, dann ist immer klar, es ist und bleibt eine Schulveranstaltung. Das geht versicherungstechnisch gar nicht anders. Das heißt, das letzte Wort hat immer die Schule. Hier eine Auflistung, okay, mal kurz. Das habe ich in der Arbeit zusammengestellt, Schule und Jugendarbeit mal gegenübergestellt, gesetzliche Grundlage und so weiter. Wenn es interessiert, kann ich euch alles geben, würde jetzt lange dauern. Auf jeden Fall, es sind einfach alleine Besuch, Schulpflicht auf freiwilliger Basis und so weiter. Es gibt einfach Dinge, die stehen da gegeneinander. Jetzt gibt es Bildungskonzepte, ja richtig, Ganztagsschule und so weiter. Wie kann man das denn jetzt zusammenbringen? Ich kenne bisher kein Ergebnis oder kein evaluiertes Ergebnis, wo letztendlich, da gibt es Projekte, wo Leute gut angetreten sind und gesagt haben, okay, wir verabreden uns, es gibt Lehrerkonferenzen, ihr seid dabei und so weiter. Aber der Alltag der Schule, der Druck und all das, was dann auch von außen nochmal kommt, nimmt diese pädagogischen Ansätze und letztendlich ist nach einer guten Anlaufphase, nach 1-2 Jahren, wenig noch da und übrig. Wenn irgendjemand ein anderes Beispiel hat, sehr, sehr gern. Ja, ich muss mich beeilen. Aus schulischer Sicht ergeben sich ein paar Gründe, die machen Sinn, mit Jugendarbeit zu kooperieren. Das eine sind strukturelle Sachzwänge. Pädagogische Mittagsbetreuung. Es gibt nicht genug Menschen. Wo sollen die hingehen? Ja, nebenan ist ein Jugendhaus, da gibt es so einen Caterer und da kann man doch hingehen und dann machen wir das doch da. Andere Räume ist eh nett, weil es gibt kein Geld für den Männerbau. Das heißt, Schule geht da hin und macht da irgendwie was. Am Nachmittag, ja, keine Ahnung, was mache ich denn mit denen? Meine Schulpensum ist irgendwie voll. Ja, da könnte ich doch den CVM fragen und denen eine Hockey-AG anbieten oder sowas. Ja, wunderbar, gute Sache. Da gibt es Möglichkeiten. Und die Frage ist immer, was ist die Rolle? Gestern kam das Bild vom Zug und Aufspringen. Die Frage ist, muss man aufpassen, dass der Zug uns nicht überrollt. Es ist ein starker Partner. Und die Frage ist, wie wird da Kooperation auf Augenhöhe möglich? Da müssen wir sprachfähig werden. Schülerinteressen gibt es natürlich auch. Steigende Lehrer, Leistungsanforderungen an die Schüler. Macht es irgendwie notwendig, noch mehr Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe irgendwie anzubieten. Wir hatten die Idee zu sagen, okay, wir machen für den 10er-Jahrgang so Intensivkurstage, das heißt, wir öffnen unsere Räume, damit die Lerngruppen bei uns irgendwie machen können. Und wir sind irgendwie mit denen da und keine Ahnung, das müssen wir gucken, wie das jetzt in Zukunft weitergeht. Lehrerinteresse, ja klar, Gemeinden, Pädagogen, weiß nicht, Jugendarbeiter, kommt an die Schule. Zusätzliche Belastung von erzieherischen Defiziten müssen ja irgendwie kompensiert werden. Die sollen da Unterricht machen. Dann kann ich sagen, sag mal Heinz, setz dich mal auf den Sitz, tanz dich auf den Tisch rum und übrigens rotzt dein Gegner, beziehungsweise dein Gegner, deinem Nachbar mal nicht ins Gesicht oder so. Ja, Freundschaft Versprecher, da kommen wir später nochmal zu. Aufgaben der Freizeitgestaltung von Schülern und im Rahmen der Schule. Ja, ich bin Lehrer, was soll ich denn mit denen sonst machen?
Soll ich jetzt mit denen noch irgendwie Karten spielen oder was? Viele Lehrkräfte sind überfordert und einfach unsicher angesichts der persönlichen Probleme, die Kinder und Jugendliche haben. Ich habe gestern das Beispiel gebracht von einem Schulsozialarbeiter in Essen, der sagt, ey gut, dass ihr da seid, ich komme zu nichts mehr normal, ich habe hier die Hardcore-Fälle sitzen. Außerdem treffen die zusätzlichen Aufgaben immer weniger auf Interessen bei Lehrern. Die sagen sich, pass auf, mach doch mal Zampano, ich schiebe dir meinen Schuh durch, ich bin 3 Jahre in Rente, was interessiert mich denn hier, weil ihr jetzt hier noch alle am Keulen seid. Die lehnen sich entspannt zurück und ziehen den Stiefel weiter, den sie davor 30 Jahre getrieben haben. Aus der praxisbezogenen Sicht der Jugendarbeit gibt es ebenfalls Gründe, mit denen zu kooperieren. Finanzielle Sachzwänge. Jetzt mal kurz überlegt, wenn Jugendarbeit sich immer mehr in Schule verlagert, könnten irgendwann schlaue Politiker auf die Idee kommen, die können doch gar nicht mehr zu euch kommen, die sind ja in der Schule, wieso kriegt ihr auch noch Geld? Ja, und dann? Wir müssen uns positionieren als Jugendarbeit. Warum gibt es uns? Was ist der Sinn und was ist richtig und wichtig und gut? Ein gesellschaftlicher Nährwert in außerschulischer Bildung und Jugendarbeit. Das überspringe ich jetzt. Ein großer Brocken sind neue Zielgruppen. Insbesondere ja, für CVM oder andere freie Träger und so weiter ist total interessant. Erreiche ich Leute, die ich sonst nicht erreichen würde. Hecken und Zäune, ich habe die Möglichkeit, mit denen zu reden, in Kontakt zu kommen. Die könnten sonst nie das Evangelium hören. Ja, sicher gehen wir in die Schule. Hirn aus und rein. Provokant, können wir gleich drüber reden. Man erreicht einfach neue Leute. Persönliche Einschätzung. Buki, ich komme irgendwann zum Ende. Jugendarbeit muss ihr Profil schärfen und wissen, was sie ist, was sie will und was sie ausmacht. Das muss sie wissen. Jugendarbeit bietet Räume, in denen junge Menschen sich frei von irgendwelcher ökonomischer Verwertungslogik entfalten können und entwickeln können. Kurz überlegt, wie viele Tensinger zum Beispiel, ich weiß, dass der Arbeitskreis ja recht groß ist, kennt ihr, die in Tensing sowas von aufblühen, weil das einfach nochmal ein ganz anderer Kreis ist. Da können sie aber ganz anders sein, weil sie nicht in den Rollen stecken, die sie in der Schule eh schon verpasst bekommen haben. Das ist für viele Leute einfach die Chance aufzublühen, Freundeskreise und was weiß ich nicht, das ist für die der Hammer. Ich kenne bei uns jemanden, der sagt, eine ganze Woche so kacke, aber Samstag ist Tensing, ey, da habe ich so Bock drauf, weil der Rest einfach so scheiße ist. Und gerade diese Orte sind auch Orte, an denen eigenes Denken und kritische Positionen auch eingenommen werden können. Ich würde sagen, an vielen Punkten habe ich das Denken in der Jugendarbeit gelernt. Dinge zu hinterfragen, nochmal anders drauf zu gucken, mit Gottes Augen die Welt zu sehen und nochmal andere Fragen zu stellen. Auf eine Mitarbeiterschulung zu fahren, mit Leuten die Nacht durchzudiskutieren. Ein Buch zu kriegen von einem Jugendmitarbeiter, was mich herausgefordert hat. Etc. etc. Ich habe es freiwillig gelesen, habe es verschlungen, weil ich es gut fand. Und nicht, weil ich es lesen muss. Jugendarbeit darf nicht zum billigen Pausenclown verkommen. Der CVM darf nicht zum billigen Karnevalsbegleiter werden. Mit der Dreiecksmütze auf. Bitte, bitte nicht. Die Jugendarbeit muss mit ihren Verbänden und unterschiedlichen Einrichtungen, wenn sie sich als Fürsprecher für den Nachwuchs sieht, diese Verwandlung von Kindern und Jugendlichen zum schlichten Humankapital widersprechen und dieser Veränderung entgegentreten. Sie müssen einen Mund aufmachen, weil Kinder und Jugendliche selbst nicht können. Jugendarbeit wird sich verlagern, die Gesetze sind gemacht, der Zug rollt, ist im Fahren, wird sich verlagern ins Wochenende und in die Ferien. Wobei, da muss man aufpassen, denn die Osterferien sind eigentlich schon geblockt zum Lernen für die Abschlussprüfung. Soweit ist es. Noch eine Folie. Ihr könnt das alles haben. Klickst du mal. Es sind ein paar Bereiche, über die ich mir da so Gedanken gemacht habe. Kooperation im offenen, gebundenen Ganztag, was kann es da geben? Mittagessen, pädagogische Mittagsbetreuung, Hausaufgabenbetreuung, Kapitel ist das zum Beispiel bei uns.
Projekte und Seminarangebote, Ortswechsel, ich habe Flyer dabei, hatten wir gestern kurz gesagt, wo wir Seminarangebote machen für Schüler und Schülerinnen und so weiter, um eine Brücke zu schlagen, es kann aber nur eine Brücke sein. Das sind ein paar Themen, soziales Lernen, Selbstwertgefühl, Umgang mit Trauer, Krankheit und so weiter. AGs, zeitbegrenzte Unterrichtsangebote oder vielleicht auch permanente. Aber da ist immer die Frage, als was gehen wir dahin? Tensing als AG, hatten wir gestern schon als Beispiel. Erfolgreich lernen, wie lerne ich eigentlich und warum lerne ich eigentlich? Um nochmal das in Frage zu stellen, wie schulisches Lernen vielleicht da funktioniert. Und das andere Sportangebote. Gestern kam nochmal jemand auf mich zu von vom Arbeitskreis Sport und meinte, Schulsport ist, ist das kein Sport, Freunde, das ist körperliche Ertüchtigung. Wenn wir von Sport reden, haben wir ein ganz anderes Anliegen. Ja, herzlich willkommen. Aber dann ist ja die Frage, wie kann das denn aussehen in Kooperation mit Schule? Nur eine Frage. Ferien- und Wochenangebote, sinnvolle, ausreichende Angebote, Ferienprogramme, Freizeit etc., außerschulische Angelegenheiten, Lerngruppen, das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, im April, Mai für die Abschlussprüfung. Ich klemme mir das jetzt, weil ihr das gleich von mir bekommt. Wir haben in Essen für uns ein paar Richtlinien entwickelt, in einem sogenannten Positionspapier. Ich habe das jetzt für euch mal so ein bisschen umgeschrieben. Es sind so drei Seiten, wo ich euch nachher bitten würde, das nochmal zu lesen, nachher, wenn ihr weiterarbeitet am Thema. Ich habe es mal genannt, Positionspapier des TVDM, AKs, da dürft ihr einen Namen eintragen, für was ihr gerade seid. Ich werde es einmal durchlesen und dann kommen hier im Endeffekt neun Punkte, wo ich denke, das sind Leitplanken, Leitlinien, Richtlinien, die wichtig sind zu beachten, wenn man mit Schule kooperiert. Und dass ihr da das mal für euch übersetzt, ja, was kann das denn für uns heißen? Geht das überhaupt? Geht das nicht? Und was könnte, wie könnte es aussehen? Genau, das gehe ich jetzt nicht mit euch durch, sondern das könnt ihr euch bitte nachher selber dann durchlesen. Abschlussfazit. Okay. Die Zukunft der Kinder- und Jugendarbeit liegt in Kooperation mit der Schule und im Angebot unabhängig von der Schule. Wichtig ist es, passgenaue Entscheidungen auf der Basis der Bedarfe vor Ort zu treffen und bewusst Schwerpunkte zu setzen. Zu gucken, was ist meine Situation vor Ort, was passiert da, was geht da nicht. Ich kann euch nicht sagen, was in Essen läuft oder nicht läuft, funktioniert bei euch. Das ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Und das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, wie sind Beziehungen zwischen Lehrern, Direktoren und so weiter. Wenn da die Chemie stimmt, hat man eigentlich schon eine gute Chance. Und wie gesagt, bei aller Kritik, die ich jetzt losgelassen habe, ich schätze wirklich sehr engagierte Pädagogen und Lehrer, die damit unterwegs sind und wirklich auch an die Ränge sind. Ich danke euch jetzt erstmal für die Aufmerksamkeit und bin gespannt auf die Diskussion. Danke.